12 Dehnübungen zur Fettverbrennung für zu Hause. Wenn es um die Gewichtsabnahme geht, denken viele von uns, dass dies nur durch intensives Cardiotraining möglich ist. Doch Flexibilitätsübungen sind ebenfalls hilfreich für die Beschleunigung des Stoffwechsels, der Blutzirkulation und sogar für den Muskelaufbau. Außerdem kannst du sie bequem von zu Hause aus machen. Übung 1. Die Cobra. Leg dich mit geschlossenen Füßen auf deine Matte. Leg deine Hände direkt unter deine Schultern. Streck dann deine Arme aus, um deinen Oberkörper vom Boden zu heben. Lehn deinen Kopf zurück und halte deine Hüften auf der Matte. Wir werden diese Position für 30 Sekunden halten. Bereit? Lass uns loslegen. Die Cobra-Dehnung zielt auf deine Schultern, Rücken, Brust, Bauch, Hüften und Seiten ab. Es dehnt wirklich deine Wirbelsäule und hilft, das Knorpelwachstum zwischen deinen Wirbeln zu fördern. Dies verbessert deine Haltung und erhöht somit deine Körpergröße. Nur noch ein paar Sekunden. Gute Arbeit. Übung 2. Sitzende Torsodrehung. Setz dich mit geradem Rücken und ausgestreckten Beinen auf den Boden. Kreuz deinen rechten Fuß über deinen linken Oberschenkel und lege ihn auf den Boden. Während du nun deinen Oberkörper in Richtung deines gebeugten Knies drehst, leg deine rechte Hand hinter dir auf den Boden und deinen linken Ellenbogen auf dein Knie. Halte diese Position für die nächsten 30 Sekunden. Alles klar? Dann lass uns anfangen. Diese Dehnübung zielt auf Rücken, Bauchmuskeln und seitliche Bauchmuskeln ab. Es aktiviert alle deine Bauchmuskeln und reduziert sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir sind hier fast fertig. Und perfekt. Lass uns nun zur nächsten Übung übergehen. Übung 3. Der Kämpfer. Steh aufrecht und mach mit deinem rechten Bein einen großen Schritt vorwärts. Mit dem anderen Bein, direkt hinter dir, drehst du deinen linken Fuß 45 Grad in Richtung Mitte der Matte. Versichere dich, dass dein rechtes Bein in einem Winkel von 90 Grad gebogen ist, sodass sich dein Knie genau über deinem Knöchel befindet. Von hier streckst du deine Arme in Richtung Decke und hältst diese Position für 30 Sekunden. Okay, genug geredet, lass es uns tun. Diese Übung arbeitet mit deinen Hüften, deinem Rücken und deinen Bauchmuskeln. Es stärkt auch deine Körpermitte. Je tiefer der Ausfallschritt, desto härter arbeitet deine Körpermitte. Die Kriegerhaltung verbessert auch dein Gleichgewicht. Und das war's. Atme tief durch und lass uns sehen, worum es bei der nächsten Übung geht. Übung 4, die Brücke. Leg dich mit gebeugten Knien auf den Rücken und den Armen an deinen Seiten. Heb langsam deine Hüften zur Decke, während deine Füße und Schultern fest gegen den Boden drücken. Hebe weiter, bis deine Knie einen Winkel von 90 Grad einnehmen. Glaubst du, du kannst diese Pose für 30 Sekunden halten? Mal schauen. Diese Übung ist ein großartiges Training für deine Gesäßmuskeln, Beine und Bauchmuskeln. Es ist besonders bekannt für die Straffung und Formung des Gesäßes. Das Ende von Rückenschmerzen ist ebenfalls ein großer Bonus dieser Dehnung. Drei, zwei, eins und fertig. Übung 5. Seitlicher Ausfallschritt. Mach aus einer stehenden Position einen großen Schritt nach rechts und senke deine Hüfte in Richtung Boden, bis dein Knie in einem 90-Grad-Winkel gebogen ist. Versichere dich, dass dein Knie direkt über deinem Fuß bleibt. Halt dein linkes Bein gerade und streck es auf die linke Seite deines Körpers aus, wobei dein Fuß flach auf dem Boden liegt.
Lehne nun deinen Oberkörper nach vorne und leg beide Hände auf dein gebeugtes Knie. Lass uns auch diese Pose für die nächsten 30 Sekunden halten. Seitliche Ausfallschritte wirken sich positiv auf deine Hüftbeuger, Quadrizeps und Oberschenkel aus. Das Hauptziel sind jedoch deine Beine. Diese Übung wird sie stärken und straffen. Nur noch 10 Sekunden. Gute Arbeit. Übung 6. Dehnung des Innenschenkels. Setz dich mit geradem Rücken auf den Boden. Bring deine Fußsohlen zusammen und ziehe sie zu deiner Leiste. Drück mit den Unterarmen die Knie leicht in Richtung Boden und spür eine sanfte Dehnung. Du kennst die Übung. 30 Sekunden Zeit. Los geht's. Die Dehnung der inneren und äußeren Oberschenkel ist der Schlüssel für eine gute Flexibilität. Diese Pose zielt insbesondere auf die Muskeln deiner inneren Oberschenkel und Leisten ab. Wenn du nicht sehr flexibel bist, wird eine regelmäßige Dehnung dies ändern. Nur noch 5 Sekunden. Gut gemacht! Übung 7. Knie drücken. Leg dich auf deinen Rücken. Bring beide Knie an die Brust und halte sie mit den Armen fest. Du fühlst eine leichte Dehnung, was natürlich der ganze Sinn unserer heutigen Übungen ist. Also, drücken wir unsere Knie für 30 Sekunden zusammen. Diese Übung arbeitet mit der oberen, mittleren und unteren Rückenmuskulatur. Sie ist auch großartig für die Reduzierung und Beseitigung von Knieschmerzen. Geh sanft vor und kenn deine Grenzen. Halt noch ein bisschen länger und fertig. Weiter geht's. Übung 8. Trizepsdehnung. Steh aufrecht mit deinen Füßen in Schulterbreite auseinander und streck deine Arme nach oben aus. Beug dann deinen rechten Ellenbogen und halte ihn mit deiner linken Hand. Zieh deinen Ellenbogen sanft zum Hinterkopf und halt diese Position für 30 Sekunden. 3, 2, 1, los! Die Trizepsdehnung zielt ganz offensichtlich auf deinen Trizeps ab. Sowie auf deinen Rücken, deine Schultern und sogar deine Bauchmuskeln. Diese Übung verbessert die Beweglichkeit und Bewegungsfreiheit in deinen Schultern. Halten. Nur noch 10 Sekunden. Und stopp. Atme tief durch und es geht weiter zur nächsten Fettverbrennungsübung. Übung 9. Sitzende Seitenbeuge. Setz dich mit überkreuzten Beinen auf den Boden oder setz dich auf einen Stuhl, wenn das angenehmer für dich ist. Heb deinen linken Arm gerade über deinen Kopf und beug dich nach links. Eine sanfte Dehnung auf der linken Seite bedeutet, dass du die Übung richtig machst. Eine halbe Minute beginnt jetzt. Die sitzende Seitenbeuge bietet ein gutes Training für deine seitlichen Bauchmuskeln, Rücken, Schultern und Bauchmuskeln. Es hilft aber auch, deinen Geist zu entspannen und Stress oder Angst zu lindern. Mach weiter, du machst das großartig! Und das war's! Bleib dran, wir haben nur noch 3 Übungen vor uns. Übung 10, der Bogen. Leg dich auf deinen Bauch und streck deine Arme nach oben und hinten aus. Beug deine Knie und fass deine Knöchel mit deinen Händen. Wie bei allen bisherigen Übungen halten wir diese Pose für 30 Sekunden. Bist du bereit? Und los!
Die Bogenpose zielt auf Bauch, Rücken und Hüfte. Vergiss währenddessen nicht, die Oberseiten deiner Schultern von deinen Ohren fernzuhalten. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, verbessert dies deine Haltung und strafft deine Bauchmuskeln. Nur noch 10 Sekunden. Und fertig. Übung 11. Herabschauender Hund. Beginne die Übung auf Händen und Knien. Während du ausatmest, streck deine Arme und Knie durch, drück deine Fersen in Richtung Boden und zieh deinen Kopf zu deinen Füßen. Wie viele Sekunden werden wir diese Position halten? Genau. 30 Sekunden. Los geht's. Diese Haltung zielt auf deine Beine, Hüften, Rücken, Schultern und Arme ab. Es verbessert auch die Verdauung. Neben den physischen Dingen hat es auch einen großen Effekt auf deinen emotionalen Zustand und hilft dir, mit Depressionen und Stress umzugehen. Vergiss deine Atmung nicht. Und die Zeit ist abgelaufen. Puh, super, wie weit du gekommen bist. Lass uns dieses Training mit unserer letzten Übung abschließen. Übung 12, das Dreieck. Beginne damit, auf deiner Matte zu stehen und deine Füße richtig weit auseinander zu spreizen. Zwischen ihnen sollte ein Abstand von ungefähr 1,5 Metern liegen. Dreh deinen linken Fuß um 45 Grad nach außen und den rechten um 90 Grad. Halt deine Arme parallel zum Boden, atme ein und fang an, dich nach links zu strecken, als würdest du versuchen, etwas zu erreichen. Atme dann aus und beuge deinen Körper nach links, sodass deine linke Hand deinen Knöchel oder einen Yoga-Block berührt, falls ein Yoga-Block angenehmer für dich ist. Streck danach deinen rechten Arm in Richtung Decke, schau nach oben und halte diese Position für die nächsten 30 Sekunden. Die Zeit läuft. Diese Übung wirkt sich auf deine Beine, Bauchmuskeln, Hüften, Schultern und Brust aus. Auch deine Seiten erhalten eine gute, tiefe Dehnung. Und wie die meisten Yoga-Posen hilft es, dein Gehirn zu entspannen und deine Emotionen zu beruhigen. Puh, also, das war die letzte Übung für das heutige Training. Eine High Five dafür, dass du so am Start warst und durchgehalten hast. Vergiss nicht, mindestens einmal in der Woche zu diesem Video zurückzukehren und diese Übungen mit uns auszuführen. Sie bieten unzählige gesundheitliche Vorteile, die es dir ermöglichen, innerhalb von einigen Wochen den Körper deiner Träume zu bekommen. Was ist dein Geheimnis, um fit zu bleiben? Sag es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Ihr könnt dieses einfache Training sogar zusammen machen. Denk daran, stets auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben und wir sehen uns bald. Ciao!